Hallo ihr alle, Stefanie Popp mein Name. Was ich einfach spüre in den letzten Tagen, ist, dass wirklich ein Kampf um unsere Herzen vor sich geht und dass wir in diesem Kampf auch noch ein bisschen feststecken werden. Damit meine ich, wir sind umgeben von so vielen schwierigen Dingen. Ja, wir spüren den Druck, die Anspannung in der ganzen Atmosphäre, die Furcht der Leute, egal ob wir einkaufen gehen, ob wir arbeiten gehen in die Firma oder ob wir irgendwie mit den Medien zu tun haben, was in den Medien gezeigt wird, ist nicht dazu geneigt, dass wir uns besser fühlen, sondern das ganze Chaos nimmt zu in uns und um uns. Und wenn wir uns auf Social Media bewegen, dann finden wir auch hier unterschiedliche Strömungen, manchmal auch unterschiedliche prophetische Strömungen, unterschiedliche Leiter und Leute sagen unterschiedliche Dinge. Und so spüre ich und sehe ich einfach, wie auch da eine gewisse Verwirrung zunimmt, zu sagen, Gott, was ist denn eigentlich noch richtig? Wo soll ich mich denn positionieren? Und ich spüre einfach, dass die Frage im Moment nicht ist, Gott, was ist denn jetzt richtig und was ist falsch, sondern ich fühle, dass Jesus uns ermutigt, dass wir unsere Augen auf ihn richten. Unsere Augen auf ihm fixieren, heißt es eigentlich. Unsere Augen an ihn kleben. Denn er ist die Wahrheit. Und wir haben den Heiligen Geist in uns und wir haben das Versprechen in Gottes Wort. Da steht, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führen wird. Und Sprüche 25 sagt, dass wir über allem anderen unser Herz wirklich behüten sollen. Und ich denke, dass es unsere Aufgabe ist, in diesen Tagen zu verstehen, es ist ein Kampf um unsere Herzen, um dein Herz, um mein Herz. Und es liegt an mir, meine Augen auf Jesus zu richten und zu verstehen, dass er mich auch durch diese Zeit führen und leiten wird. Und dass er in der Lage ist, mich zu schützen vor allem Übel, innerlich und äußerlich. Und was unsere Aufgabe ist in diesen Tagen, und dazu möchte ich euch ermutigen und herausfordern. Lasst uns Leute sein, die positiv sind. Lasst uns Leute sein, die gute Dinge denken, über die Menschen um uns herum, über manche prophetische Leute, aber auch über unsere Regierung und vielleicht gerade das. Lasst uns Leute sein, die Segen aussprechen über unsere Regierung, sie zu segnen mit Kraft in dieser so herausfordernden Zeit, sie zu segnen mit Schutz und aber auch sie zu segnen mit Weisheit vom Himmel. Denn mehr als alles brauchen sie in diesen Tagen göttliche Weisheit und sie brauchen uns, dass wir göttliche Weisheit über ihn freisetzen und nicht, dass wir sie verurteilen. Sondern dass wir Segen über ihn aussprechen und die Wahrheit, einen Geist der Wahrheit, dass wir Gott bitten, wirklich den Heiligen Geist wirklich einfach freizusetzen über ihn, dass sie die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird sie und uns frei machen. Und es ist so wichtig, dass wir als Gottesleute, als Christen in Übereinstimmung kommen, wirklich Gutes freizusetzen in dieser Zeit und nicht negativ reden, nicht lästern, nicht urteilen und verurteilen. Das ist nicht unsere Aufgabe und es bringt uns selber in eine gefährliche Situation. Wenn wir dem Raum geben, dann behüten wir nicht unser Herz, sondern öffnen wir unser Herz und es wird zu unserem eigenen Schaden sein. Wir werden selber Schaden nehmen. Und ich spüre, dass Gott nicht möchte, dass wir Schaden nehmen, sondern er will, dass wir unser Herz behüten mit ihm. Dazu möchte ich dich echt ermutigen. Und lass uns einfach feststehen in dem, was Gott schon gesagt hat. Wir haben weltweit viele glaubwürdige Männer und Frauen Gottes, Propheten, die von Gott gehört haben für diese Zeit. Viele übereinstimmende Worte, dass vom Himmel eine Lösung ergangen ist für das Coronavirus, dass Heilung und Hilfe unterwegs ist und dass um die Osterzeit herum wirklich ein plötzlich geschehen wird vom Himmel und dass Gott eingreifen wird und er wird das Ruder herumreißen sozusagen. Lasst uns doch in Übereinstimmung kommen mit dem, was Gott gesagt hat und als Gläubige, als Christen, als Leib Christi gemeinsam in Einheit sagen, ja Gott, komm und tu, was du gesagt hast. Danke, dass du die Lösung bist. Danke, dass du diesem Coronavirus Einhalt gebieten wirst und dass dieser Virus stirbt und verschwindet. Lasst uns feststehen in diesen Tagen, in dieser Botschaft und gemeinsam beten und dann werden wir das auch sehen. Lasst uns gemeinsam das noch ein bisschen aushalten, aber Hilfe ist unterwegs, das spüre ich und lasst uns mehr als alles andere unser Herz behüten. Damit segne ich euch, damit ermutige ich euch. Habt Hoffnung. Bis dann. Tschüss.